Herr Knörre, nach anderthalb Tagen DKM, wie fällt denn Ihre Bilanz aus? Also Bilanz ist nach dem ersten Tag erstmal eine Erleichterung, weil es ist immer so, wenn eine Messe am ersten Tag funktioniert, inklusive dann die Abendveranstaltungen funktioniert, ist eigentlich die Messe, sage ich jetzt mal, gelaufen, weil der zweite Tag dann automatisch sich anschließt. Also ich bin rundherum zufrieden, habe auch sehr viele Gespräche mit Entscheidungsträgern von Unternehmen gesprochen, die alle sehr, sehr zufrieden sind, was das Thema Qualität der Gespräche auch angetroffen hat. Können Sie vielleicht mal ein paar Zahlen konkret nennen? Ich kann es nur vom ersten Tag her sagen, da waren es 9.200 Besucher. Das ist marginal von 50 Besuchern weniger als im Vorjahr. Also wir reden hier von unteren Prozentbereichen. Und ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden. Wir müssen auch damit rechnen, dass der Vermittlermarkt auch etwas schmaler wird. Was sind denn die beherrschenden Themen der Messe bislang gewesen? Also die beherrschenden Themen, was jetzt mir so wahrgenommen wird, ist zum einen, wir hatten ja den Fintech-Park ins Leben gerufen, weil wir sagen, Fintechs sind ja nicht die existenziellen Wettbewerber der Vermittler, sondern sie geben Anlass, darüber nachzudenken, mich selber neu zu fokussieren, meine Technik vielleicht anders da aufzustellen, um dann natürlich im Backoffice auch Einsparungspotenziale zu generieren. Ich muss wissen, dass die Technik in den nächsten Jahren ein beherrschendes Thema sein wird. Welches Feedback haben Sie denn von den Ausstellern konkret erhalten? Ja, konkret, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die Entscheidungsträger gesagt haben, die Qualität der Gespräche war sehr, sehr gut. Und ich hatte zum Beispiel heute früh ein Gespräch mit dem Herrn Pöhl von Delis. Und der sagt, lassen Sie die Messe bitte nicht sterben, denn ich hatte gestern 9 Termine, heute 8 Termine. Ich spare mir wochenlange Reisezeit. Welches Signal will denn die Messe für das kommende Geschäftsjahr aussenden in die Branche hinein? Gut, da muss ich mich mehr danach richten, was eben im September auch passiert, weil wir haben Bundestagswahl und das ist natürlich ein entscheidender Faktor, wie die zukünftige Bundesregierung aussehen wird. Aber ich muss natürlich schon vorplanen, das ist richtig. Die Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil, was ich vorher schon gesagt habe. Das Thema auch Nachfolgeregelung nimmt immer mehr natürlich das Thema auf, weil die demografischen Verhältnisse bei uns natürlich gravierend sind. Viele der Vermittler sind weit über 50, 60 Jahre und auch da bedarf es einen gewissen Schub zu sagen, plane deine Nachfolgeregelung etwas eher. All das sind so wesentliche Themen und dann muss man natürlich IDD 2, die wird 2018 herkommen, da wird man erstmal sehen, was steht da alles drin, welche Maßnahmen müssen wir errechnen.